Machst du das eigentlich öfters, so im Kreis rumrennen? Keine Ahnung, Ich ich hab bin nur behindert! geschossen. Ah! Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Magda! Lena gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich herausgestellt, dass die Wachen Beli als Schlangen Oh Gott, das sind Schlangenmenschen! Die den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich hasse die Dinger, ne? Ich hasse die einfach. Wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache okay. zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns... Ashara. Ich werde mit ihr sprechen. So. Weißt du, ich habe noch nie mit einem anderen Mönch gespielt, also mit einem anderen... Ja. Irgendjemand online mit einem anderen Mönch, ne? Mhm. Das ist auch der einzige, der mir noch fehlt. Damit habe ich dann mit jedem gespielt Lol. Schon. Gibt dann sicher auch wieder einen Erfolg, ne? Ja, ja. Den hast du ja schon bekommen letztens. Bei der Riesenveranstaltung. Ach ja, stimmt. Wo ich das Spiel öffentlich gemacht habe und dann kamen da ein paar rein. Der Kaiser und meine Freunde sind ja, ja. in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Es kommt schon Belial, ne? Nee, ja, gut, ne. Ja, in die Richtung geht. Nicht direkt. Aber wenn man weiß, wer Belial ist, dann ja. Wir begegnen ihm, sagen wir es so. Wir müssen unbedingt den Kaiser. Ja. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Dankeschön. Komm mal. Warum wollt ihr mich nicht einlassen? Warum wollt ihr mich nicht reinlassen? Du Sesam, öffne dich. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Annehmen. Eben doch, jetzt kämpfen wir uns dahin. Wie kühn von euch, um meine Audienz bei Oder mir auch zu nicht. Bitten. Nee, nee. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den Oh, kleines Kind. Alkanus verantwortlich seid. Ehrlich, ey, wie kann man das nur Pedo Kaiser. Alkanus war das finstere Werk von Magda und ihrem Zirkel. Der ist doch noch von Pedo. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein. Lea ist jetzt schon eine Spionin, klar. Alter, die wird noch hässlicher, los. Lea. Ich verabscheue Gewalt. Warum ich verabscheue ich Gewalt. Ich verabscheue auch Gewalt. Aber Mama sagt immer, Gewalt ist eine Lösung. Oh Gott, Riesenexplosion. Was? Von Hexendoktor zu Barbar, das ist eine rechte Umstellung. Bevor noch mehr Wachen kommen. Ja, ja. Von Dämonenjäger auf Mönch auch. Glaub mir. Ja, weil der Hexendoktor, der wird, hey, kann ich da mal wieder? Der Hexendoktor wird zunehmend stärker erstens mal. Und dann immer mehr zum Fernkämpfer, wenn man will. Und dann macht er alles fertig. Ja, das ist ja beim Dings, selbe gilt ja auch für den Dämonenjäger auf dem Mönch rübergehen. Mhm. Muss man so überlegen. Du wirst die ganze Zeit mit Fernwaffen angegriffen. Jetzt musst du auf einmal voll nah ja, rangehen. Vor allem bei den Fernwaffen musst du immer den Gegnern möglichst gut ausweichen. Und hier musst du voll drauf. Ja, ja. Hey, komm her, du blödes Vieh. Diese Dämonen verstarren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. So. Aber muss man sich halt gewöhnen, ne? Hey, Level 20! Das für... Achso, klar. Hallo, klaust du dir meine EP? Ja, ey du hier? Hast über einen halben Level, ja? Bist du vor mir über einen halben Level, muss gar nichts sagen. Hallo? Tschüss.
klar. Gibt es ja auch. Da, es gibt immer einen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Kann ich das aufheben, danke. Hier geht es in die Kanalisation. Wayne, EP sind hier, du Vogel. EP, FTW. Das reibt sich sogar. Okay, keine EP mehr da. Ich habe meine Mutter ah. gefunden. Ich habe meine Mutti gefunden. Ah. Hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir werden sie finden. Lass mal gucken. Diese Dinger. Meine Mutter lebt. Oh. Habe es immer gewusst. Seid vorsichtig, Lea. Es könnte Gründe geben, aus denen euch. Die Verfluchten entstanden, als sich die Verfluchten eine nekrotische Seuche in Kijistan ausbreitete. Die Befallenen mussten Feuerschrecken mit ansehen, wie das Fleisch schwarz wurde und anstarb. Selbst die stärkste Medizin konnte den Verfall nicht genug Wut. Letztendlich verfielen sie in einen Schlafzustand und ihre Körper wurden in dunklen und vergessenen Orten aufgestapelt. Du hast zwar schon alles weggemetzelt, aber ja, schön viele EP für mich. Macht ja generell nichts. Du bist ja über einem halben Level vor mir. Erstens das und zweitens. Leuchte! Ruhe! Skelettwächter heraufbeschwören. Man braucht viel Macht, um diese Gruppe. Meine Vorbild. Gesandter Belias! Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit. Die Hexe. Alter, noch so ein Trankgefäß? Sind die recht nah beieinander. So schlecht sind wir dann auch nicht. Was mit dem Assistenten des Lebens du vielleicht nicht. ich vielleicht nicht. Ja, nee, nee. Die Welt hat jetzt gehört. Unzusammenhängendes Gebrüll und blutige Eiterfäden über die Lippen gekommen. Was ist ihm über die Lippen gekommen? Oh, hier ist so ein Geldfutzi-Dämon-Typen. Nein, bleib hier. Du der Arschkobold. Gib mir was Seltenes oder Legendäres. Ah, noch nicht mal was Seltenes. Sollte sich schämen, der Typ. Bei dir vielleicht nicht. Wer ist aber da? Diese Zitterale sind heimtückische Plagegeister, die sich in den Oasen rund um Chaldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders gefährlich, wenn sie in großer Zahl angreifen. Etz. Man sagt, dass roher Aal bei das der Oberschicht Chaldeums jetzt zur Delikatesse sei. Doch ich versichere euch, klar, an diesen Gerüchten ist nichts dran. Die Schuhe? Nö. Der Hut? Nö. Die Armbrust kann ich hier nicht benutzen, okay. Hi! Ich weiß, wo ihr wohnt! Ja! Mark, Gott segne dich! Eine Kanalisation! Oh, da geht noch ein Weg lang. Da. Segnungen, 3, 2, 1. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Oh, hier ist ein Heiltrank, den ich übersehen habe. Ach, da oben. Komm auch mal. Damn. Es gibt noch zwei Wege, einmal. Geht's halt weiter? Ja, ja. Aber nicht. Oh, hier ist noch. Ja, da. Nix mehr. Okay, nur ein bisschen Gold. Das war's. Er braucht schon Gold. Bei unseren. Ja, was wir haben halt. Ja, gut. Ich möchte mal wissen, wie viel Gold der Spieler hat, der am meisten Gold hat. Der
das wird gar nicht mehr aufgelistet, weil ab 999 Millionen Ende ist. Wirklich? Gibt's keine Milliarde? Weiß ich nicht. Gut, also man kann Sachen nicht teurer verkaufen, auf jeden Fall. Weiter, ne? Los, mein billiges Zeug, was du beim Händler für 2 Goldteile kriegst für 1 Milliarde. Hopp, hopp, wer will. Andrea sollte hier sein. Ja, bist du sicher? Ich bin mir ja richtig unsicher, ne? Adria. Oh, Adria. Ach, der Schlangenfürst, der ja so einfach war. Wir wissen von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Adria. Ja, genau, lass es in Ruhe, damit ich später mehr Unheil machen kann. Ey, du hast doch gar nicht was mit der alten Frau auf sich gehabt, Mann. Oder? So, hab ich was Schönes? Nee. Oder, Marc? Hm? Vorsicht. Du weißt es doch gar nicht, was mit der alten Frau auf sich hat. Na, nicht ganz. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Bewegung! Du bist so ein Pedomark. Bewegung! Schneller! Schneller! Tagebuch. Nach all dieser Zeit stellt sich also heraus, dass meine Mutter am Leben ist. Meine Alte ist am Leben. Shit. Das kann ja nicht sein. Und doch ist es schwer für mich zu akzeptieren, ja, dass sie sich nie bei mir oder Onkel Deckard gemeldet hat. Wenn du nicht die Wahrheit wüsstest. Sie sagte, sie wollte mich beschützen. Aber ich wünschte, ich hätte es gewusst. Nun ja, wenigstens habe ich sie jetzt wieder. Oh, sie hat ihre Mutti wieder. Alter, wenn ich nur wüsste... Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich... Hat irgendwie so einen komisch geformten Stab. ...statt der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Oh. Kanes Werk, dein Werk. EP. Haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja! Er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücken... Er war ein abtrünniger Hurensohn! ...Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kul wieder leben. Erweckt Soltun Kul! Erweckt Soltun Kul! Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Adria! Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Das Böse. Alter. Du wirst dich noch so erschrecken. Was dann so kommt Monster. Noch von Soltun. Nicht Soltun Kul, sondern von... Wie heißt die alte Frau? Adria. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten. Sag doch mal. Sag doch gar nicht, verdammt. Verbrechen gegen die Natur... Und versiegelt seine zerstückelte Leiche in einem Schatten. Wir ja, ganz können gehen. Als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Da müssen wir Alter dort zu Rora zu Liebling! Liebling! Ich hab Schmuck gefunden! Ah, geil! Der sieht echt aus! Das ist ja widerwärtig. Ich hab gesehen, wie dieser Mann in der Ich möchte diese zwei hier am letzten töten. Weiß man ja nie. Ja, ich höre sie. Hörst du sie ja, auch? Ja, ist ja widerwärtig. Sie haben doch vollkommen recht. Ich versuche dich doch nur hier rauszuzerren.
Familie. Ich kann nicht lange reden. Ja, ja, Hakan, du Kaiser Hakan. Kaiser Hakan. Hakan von Dings im Kaya Jana. Oh, du kommst nicht rein. Wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in Yuan. Nein! Lol, ich konnte durchs Tor laufen, bevor es offen war. Lol. Das ist doch praktisch. Kann doch jeder. Lol. Du kannst etwa durch kein Tor gehen, wenn es noch offen ist. Oh, ich bin eingesperrt. Ich habe gerade hier Lags ohne Ende, ne? Ich habe jetzt gerade irgendwas gekriegt. Zweimal so. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Ach so. Er tötet 50 Champions. Ah. Ja, das sind diese Moment Blauen mal. Halt, ne? Von denselben Typen halt, ne? Ja, 50 Champions. 50 Champignons. Ja, gelb. Du bist gelb, du bist cool, du bist ein wenigstens Sachen. Du bist gelb, wir lieben dich. Das ist so ein Hurensohn! Da bei mir. Gib dir mir den letzten. Da bei mir gerade mal ein magisches Zeug hier geben, ne? Eins. Ey, weißt du, was der mir gegeben hat? Nein. Magischer Schild, so, wenn ich. Ja, oh, guck, komm. Hier ist so ein Typ wieder. Ach so. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ey, die Leute sind heute richtig geizig, ja? Ja. Ich zähle noch Gold. Nein. Ich bin heute wieder zu Hause angekommen, ne? Ja. Also ich bin jetzt gerade eigentlich wieder zu Hause, ja, ne? Ja, ich weiß. Wow. War richtig lustig bei meiner Mutter, ja? Mhm. Glaubst du mir, ist ernsthaft? Könnte doch alles möglich sein. Oh ja, du Oase, ich hab den Ort gehasst. Ich hatte nie Bock, hier weiterzuspielen. Ach stimmt, Sachen erstmal wegmachen, damit wir Platz haben, ne? Ja gut, so viel habe ich jetzt nicht, aber... Ich mach aber meistens wieder... bei jedem Wegpunkt, kurz eine Stadttour. Sag mal, Bosses Tour. Ist schwer. So. Dum, da, dum, da, dum, dum, dum. So.